Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Gerhard Feiner und ich bin hauptberuflich tätig als Lehrer, Seminarleiter und Forscher in der vedischen, sprich indischen Astrologie. Ja, in diesem circa 20-minütigen Kurzvideo geht es um die Deutung des Monats September 2019 anhand des jeweiligen Aszendenten. Und so brauchen Sie eben das Wissen darüber, welcher Aszendent der Ihre ist, denn in der vedischen Astrologie ist es so, dass primär der Aszendent wichtiger ist und nicht so, wie Sie das gewohnt sind aus der westlichen Astrologie, das sogenannte Sonnenzeichen. Sollten Sie Ihren Aszendenten nicht kennen, ja? Dann können Sie gerne unterhalb dieses Videos hier auf einen Link gehen. Da kommen Sie auf eine Seite, wie Sie gratis Ihren eigenen Aszendenten, ob Sie jetzt Widder-Aszendent, Stier-Aszendent, Zwilling-Aszendent und so weiter sind, ausrechnen können, um dann das Richtige der 12 verschiedenen Videos für den Monat September 2019 wählen zu können. Ja, dann weiterer wichtiger Punkt, bevor wir loslegen, sind die sogenannten vedischen Astro-News, denn 12-mal im Jahr verschicke ich gratis sehr wertvolle, lohnende, wichtige, interessante Informationen über die vedische Astrologie. Das bedeutet Deutungen über Weltereignisse, Zeitqualität, Persönlichkeiten. Jetzt in der neuen Ausgabe kommt ein Artikel, wie man Teile seines Namens aus dem vedischen Horoskop herauslesen kann und vieles, vieles mehr. Falls Sie da noch nicht eingetragen sind im Verteiler, finden Sie auch dazu unterhalb dieses Videos einen Link, wie Sie sich gratis hier registrieren können, damit auch Sie künftig jeden Monat gratis Ihre vedischen Astro-News erhalten können, per E-Mail natürlich. Dann letzte Nachricht, bevor wir dann schon loslegen. Ja, jetzt auch letzter Aufruf. Und zwar, wie bereits letztes Jahr und auch dieses Jahr im Frühjahr, finden hier auf der wunderschönen Insel Zypern zwei Seminare im Oktober statt, wo Sie mehr über sich erfahren können, den Weg des Mensch erkenne dich selbst in der Tiefe erfahren können. Es sind zwei Seminare, wo es darum geht, anhand Ihres eigenen vedischen Horoskops im Kreise von Gleichgesinnten in der Tiefe Ihr Schicksal, aber auch Ihre spirituelle Entwicklung aus dem vedischen Horoskop mit mir zusammen herauszulesen. Und das könnte man sagen, ist wie eine spirituelle Auszeit für sich selbst. Und dazu lade ich Sie ein. Sie finden auch dazu unterhalb dieses Videos den Link vorbereitet, damit Sie mehr über diese besonderen Seminare erfahren können, wozu Sie sich allerdings bis 20. September anmelden müssten, um dabei sein zu können. Ja, jetzt aber zur Deutung der Sterne für Monat September 2019. Ja, Aszendent Zwilling. So wollen wir schauen, wie sich für Sie die Sterne darstellen im Monat September 2019 anhand der Transitpositionen der Planeten. Ja, wir lassen gleich mal die ganze Mannschaft hier einschweben und so sehen wir, dass die so wichtigen Planeten Sonne, Venus, Merkur, Mars, vier Planeten im Zeichen Jungfrau sind erstmal zu Beginn des Monats September. Diese vier Planeten sind sogar zusammen den ersten halben Monat in dieser Position. Das heißt also, Themen des vierten Hauses sind von enormer Wichtigkeit für Sie im September 2019. Nun, das vierte Haus hat natürlich mehrere Bedeutungen. Auf einer äußeren Ebene deutet es darauf hin, dass Sie die Motivation haben, sich mehr im häuslichen Bereich aufhalten zu wollen. Ja, vielleicht wollen Sie ja mehr
Zeit verbringen in ihrer gewohnten Umgebung, in ihrer eigenen Immobilie oder in ihrem schönen Zuhause. Die Beteiligung von Mars in Haus 4 bringt außerdem die Möglichkeit verstärkt mit zum Tragen, dass sie generell verspüren, etwas mit der Wohnsituation oder mit der Immobiliensituation vielleicht verbessern zu wollen. Dies kann jetzt sich ganz lapidar vielleicht auch nur um Verschönerungsreparaturen im gewohnten häuslichen Bereich handeln. Es kann aber auch sogar so weit gehen, dass Sie darüber nachdenken, Ihre Wohnsituation verändern zu wollen. Sei es, dass Sie sagen, mir wäre es vielleicht sogar interessant, eine Immobilie zu kaufen oder wäre es vielleicht sogar interessant, umzuziehen. Ja? Und so beschäftigt sie eben diese Thematik auch, ja. Auf einer äußeren Ebene kann sich das vierte Haus aber auch dadurch zeigen, dass sie mehr Zeit mit ihrer Mama verbringen möchten, ja, dass sie mehr Zeit für sie oder mit ihr haben, ja. Oder generell das Thema Mutter oder Mama ist mehr präsent in ihrem Leben, weil sie merken, dass hier noch was aufzuarbeiten, zu heilen, aufzulösen ist, ja. So gibt es als weitere Bedeutung des vierten Hauses, ja, gibt es auch das Thema, dass das vierte Haus für das Vermögen steht, für das Geld, was jetzt nicht kurzfristig flüssig ist, so quasi, was man so auch normal irgendwo meinetwegen in einem Bausparer hat oder in meinetwegen Aktien, sondern das vierte Haus ist Kapital, was Sie nicht kurzfristig zur Verfügung haben. Und die Thematik, was Sie mit Ihrem Geld machen, wahrscheinlich auch im Anbetracht der Entwicklung in der Finanzbranche, ja, mit dem Strafzins und was da jetzt alles passiert, das könnte auch ein Grund sein, was Sie mehr beschäftigt im Monat September. Nun, Sie als Aszendent Zwilling sind ohnehin ein Naturtalent, weil Sie für immer Lösungen finden, sehr gut informiert sind, sich in alles Mögliche hineinfuchsen können. Und so gibt es eben ein gesteigertes Interesse, vielleicht auch hierüber sich mehr Informationen einholen zu wollen, was Sie mit Ihrem ersparten Vermögen oder vielleicht eben auch mit Immobilien, ja, kann ja auch gut im Zusammenhang damit sein, was Sie damit machen wollen. Jetzt ist es aber so, dass das vierte Haus nicht nur eine äußere Bedeutung hat, sondern auf einer inneren Ebene steht es für Ihre Gefühle und für Ihr Innenleben. Damit ist das vierte Haus ganz, ganz wichtig für die Thematik der Persönlichkeitsentwicklung. Das bedeutet, Sie verspüren auch mehr Sehnsucht, mehr einzusteigen in Ihr inneres Universum. Ja? Und so ist eben hier auch der Rat zu erteilen, ja, dass Sie dafür schauen, dass Sie auch genügend Ruhe und Zeit finden, ja, für die Reise nach innen. Gerade für Sie als Zwillingsaszendent, ne, Zwilling ist ja ein Luftzeichen und Sie sind ja sehr stark eben dadurch im Kopf verankert, immer in Bewegung, immer mit Leuten im Austausch und Kommunikation. Und so kann es Ihnen auch schwerer fallen, eben diese Ruhe zu finden. Gleichzeitig wäre es aber sehr, sehr lohnend, wenn es Ihnen gelingt, generell sich dahin zu bringen, dass Ihnen diese Qualität von mehr Ruhe, innere Einkehr, Alleinsein auch mehr im Leben zur Verfügung steht. Nun, die Bedeutung des vierten Hauses, ja, ist ein sehr günstiges Haus. Deswegen steht es auch für Glücklichsein und Lebensfreude. Und schauen Sie mal, dadurch kommt ja auch zum Ausdruck, was uns dadurch die antiken Seher oder die vedischen Rishis, von denen ja die indische Astrologie kommt und Jahrtausende alt ist, was die uns dadurch wissen lassen, ist, dass die Auseinandersetzung mit dem eigenen inneren Universum, ja,
aufs Engste verknüpft ist auch damit, wie man glücklich werden kann. Ja? Und sie sagen ja auch, dass das höchste Glück des Lebens nur im eigenen Inneren gefunden werden kann. Und das vierte Haus steht nun mal für ihr Inneres. Und so wiederholt sich an der Stelle nochmal der gut gemeinte Rat, eben Zeit zu suchen, ihr Inneres zu erforschen. Das vierte Haus ist aber auch besetzt von drei verplanten Planeten. Also Venus, Merkur und Mars stehen den Monat zu nahe an der Sonne, die meiste Zeit, Mars sogar den ganzen Monat. Dadurch gibt es auch etwas Reibungsverluste. Das heißt, all die Themen, über die ich jetzt gesprochen habe, bleiben etwas hinter ihren Erwartungen, was die Ergebnisse angeht. Das sollte sie aber nicht frustrieren, sondern das sollte sie nur anspornen in ihren Bemühungen. Denn die vedischen Schriften sagen uns, wir haben keinen Anspruch auf die Früchte unserer Handlungen, denn da sind ja die Ursachen schon gelegt, weil das ist ja alles Rückwirkung, das meiste aus ihren vergangenen Handlungen. Was jetzt zu tun ist, dass wir halt uns weniger darauf konzentrieren, was können wir gute Früchte ernten, sondern wir sollten uns mehr darauf konzentrieren, was können wir gute Saaten säen. Das ist eine andere Haltung zu leben und man sagt, I give my best and God does the rest and that's it. Mehr können wir nicht tun und dann immer darauf vertrauen, dass das, was wir empfangen, das ist, was für uns jetzt eben am besten ist. Nun, die anderen Planeten, Rahu, Jupiter, Ketu und Saturn, haben im Vergleich zum Vormonat ihre Position nicht verändert, denn diese sind ja zwischen einem Jahr und sogar 2,5 Jahre in einem Zeichen, also mehrere Monate. Und da hat sich jetzt nichts getan. Das bedeutet, mit Jupiter im siebten Haus haben Sie die beste Basis, um eben Ihre Partnerschaft zum Wachsen zu bringen, zum Erblühen zu bringen, mehr Sinn in diese erkennen zu können. Übrigens ist es auch eine gute Zeit, sich zum Thema Nebengewerbe oder parallel Selbstständigkeit oder solche Dinge damit auch zu beschäftigen. Oder vielleicht auch Sinn darin zu finden, ausgedehnte Reisen machen zu wollen. Ketu und Saturn im achten Haus arbeiten langfristig daran, dass sie ja mehr innere Stärke entwickeln sollen. Denn wahre Stärke kommt von innen. Nur, um in dieser so wichtigen Angelegenheit mehr innere Stabilität entwickeln zu können, wirklich vorwärts zu kommen, müssen wir das immer sehen, auch in Verbindung mit dem Rahu. Und der will, dass sie sich mehr um ihre Finanzen kümmern, mehr darum kümmern, einen soliden finanziellen Pfad entwickeln zu können. Denn eins ist ja auch ganz klar, wenn ich in meinem Kopf Sorgen habe über das Thema Geld, dann tue ich mich schwerer auch innen mehr Ruhe und Stärke entwickeln zu können. Und bei Ihnen liegt der Fokus jetzt mehr darauf, Ruhe und Stabilität im finanziellen Bereich entwickeln zu können, weil nur dadurch, indem Sie das tun, können Sie auch die langfristige Aufgabe von Saturn in Haus 8, nämlich innere Stärke zu entwickeln, darin weiterkommen können. Das hängt hier alles eben zusammen. Das bedeutet, schauen Sie mal, dass Sie Ihre Finanzen gut strukturieren, trennen Sie sich notfalls von zu hohen Ausgaben, weniger ist mehr, Zufriedenheit ist eine Tugend, ja, und versuchen Sie auch sich zu überlegen, ja, wie Sie dann vielleicht auch Ihr Geld verdienen, ja, dass das mehr Stabilität für Sie hat, mehr Sicherheit. Also es geht generell um mehr Sicherheit oder Stabilität in dem
Geld verdienen, was sie brauchen, damit sie ihre Kosten bestreiten können, ja? Und wenn sie da gut darin werden, wird ihnen das einen großen Dienst dafür leisten, auch innen mehr Stärke entwickeln zu können, was sogar langfristig noch wichtiger ist. Aber jetzt aktuell steht es eben in unmittelbarer Verbindung damit, finanziell einfach auch daran zu arbeiten, besser zu werden. Gut, das war's für Sie, Aszendent Zwilling, der Monat September 2019. Ja, nun sind wir am Ende angelangt, deswegen nochmals die Erinnerung, falls noch nicht eingetragen, hier meine vedischen Astro-News. Hierzu finden Sie vorbereitet einen Link unterhalb dieses Videos, damit Sie auch künftig einmal im Monat gratis diese sehr gerne gelesenen vedischen Astro-News erhalten können. Und natürlich der zweite Punkt, das Highlight des Jahres 2019, Ihre Reise zu sich selbst, Ihre Reise in Ihr eigenes inneres Universum. Dazu finden zwei Seminare statt. Spirituelle Auszeiten könnte man auch dazu sagen. Hier auf der so wunderschönen Insel Zypern. Ja, und zwar von Mitte Oktober, jeweils eine Woche. Ja, können auch beide Seminare buchen oder getrennt zu Themen, die Sie zu sich und Ihrer Quelle näher bringen, damit Sie Ihr Leben zu mehr Blüte und Erfüllung bringen können. Und sofern Sie darüber auch mehr erfahren wollen, befindet sich auch dazu unterhalb dieses Videos ein Link mit einer sehr ausführlichen Beschreibung, damit Sie schon eine Vorfreude oder Gefühl bekommen, welche besondere Möglichkeit das für Sie wäre, hier sich diese Auszeit im Oktober gönnen zu können. Gut, ja, dann verbleibt es mir nur noch, Ihnen auch für den Monat September 2019, ja, eine weitere erfolgreiche Reise in Ihre Kraft oder ins Licht zu wünschen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.